wäre wohl auf der besten Pizza der Welt. Na klar, scharfe Soße. Ich brauche auf meiner Pizza scharfe Soße. Eine große Portion, eine ganz, ganz große. Aber Schärfe ist nicht scharf, ohne Sardinen aus dem Glas, die ich gerade auf die Pizza warf, das war's. Ein Proteinturm aus faulem Wurm und Knoblauch, Schnittlauch, Marshmallow-Hagel. Gehört drauf wie der Hammer auf den Nagel oder Holz auf die Fräse. Na, was hab ich wohl vergessen? Käse! Oder Käse-Eis. Ich sagte Käse-Eis. Eiscreme-Kätzchen, gib mir Käse-Eis. Na los! Hey, du süße Eiskatze, schenk mir deine Eistatze. Fitze, fitze, fitze. Der soll mit dem Singsang aufhören. Der ist echt nervig. Katze, mach keine Mädchen-Kätzchen. Was stinkt denn hier so furchtbar widerlich? Falls du mit widerlich köstlich meinst, dann stammt das von der hier. Haut rein. Sieht dir nicht göttlich aus? Wow, also nein, ich bin irgendwie satt. Ist nichts für mich. Selber schuld. Ja? Wo kriegt man sowas heutzutage noch? Der hat echt einen eisernen Magen. Bei dir bekommt widerlich noch eine viel schlimmere Bedeutung. Duftet die köstlich. Oh, diese Versuchung. Muss essen Pizza, aber darf nicht. Muss essen. Nein, die Jungs bringen mich um. Tu es nicht, Mikey. Sei ganz stark, Bro. Jungs, die Pizza ist da. Beeilt euch. Iss mich. Niemals. Die Jungs würden mich hassen. Iss mich. Wow, selbst meine Fantasie ist auf einmal hungrig. Was ist hier eigentlich los? Iss mich. Koste meine köstliche Mischung aus vier geschmolzenen Käsesorten! Koste, koste! Iss mich! So etwas sage ich ja eigentlich nie zu einer Pizza, aber ich werde dich auf gar keinen Fall essen! Liegt da drüben eine Salamischeibe? Wo? Runter von mir! Jungs, Hilfe! Seht ihr etwa nicht, was hier abgeht? Naja, du wälzt dich da am Boden in einer Salami-Pizza. Was nicht unbedingt ungewöhnlich ist. Warte, ist das etwa unsere Pizza von Antonius? Vielleicht, ja, aber die ist voll böse. Teuflisch, seht ihr? Komm schon, Pizza, sag irgendwas! Du willst mich doch nicht blamieren. Noch so eine dumme Ausrede, um uns alles wegzufuttern. Deinetwegen gehen wir wieder hungrig ins Bett, Mikey. Na schön, dann glaubt ihr mir eben nicht. Dann gehe ich eben zu Antonius und verlange dort eine neue Pizza. Die werden dir nie wieder auch bloß ein Wort glauben. Das hat sich voll für mich gelohnt. Jetzt werde ich im Pizza-Himmel landen. Hier geht echt irgendwas voll Schräges ab. Mir geht's gar nicht gut. Vielleicht hätte ich diese Jalapeno-Cappuccino-Pizza gestern Nacht nicht essen sollen. Was zum? Ich bin ein Mutant! Das wird ihm erst jetzt klar. Turtelpickeln übersät. Ist ja ekelhaft. Eine ziemlich üble Krötenakne. Du siehst aus wie eine Gewürzgurke im Glas. Keine Sorge, Mikey. Sowas passiert nun mal, wenn man ein Teenager ist. Hast du schon mal sowas gehabt? Natürlich nicht. Augenblick, Jungs. Das ist womöglich was Ernstes. Mhm. Okay, Mikey, die gute Nachricht ist, deine sogenannten Pickel werden dir nicht wehtun. Und was noch viel wichtiger ist, du kannst uns damit auch weiterhin Frühstück machen. Na, da freue ich mich aber.
Doch die schlechte Nachricht ist, sie werden sich weiterhin über deinen Körper ausbreiten. Ausbreiten und ausbreiten und ausbreiten und ausbreiten. Und in ein paar Stunden verschwinden die Pickel wieder, richtig? Nein, in ein paar Stunden mutiert dein gesamter Körper zu einem einzigen, riesigen, gewaltigen, gigantischen Pickel! 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 Mikey, jetzt komm schon! Es ist halb so schlimm, wie du denkst. Und Rev verspricht, sich nicht mehr über dich lustig zu machen. Ganz genau. Ich werde dich nie wieder als Pickelhaube bezeichnen oder als Beulenpest oder als Krötenwarzenschwein-Schweinemonster. Und jetzt komm da endlich wieder raus! Niemals! Nicht solange ich mit ekligen, schleimgefüllten Pickeln übersät bin! Also eigentlich sind das Pusteln mit einer fiesen Eiterfüllung, was sogar noch ekliger ist als bloß Schleim. Das ist nicht hilfreich, Donny. Aber danke. Mikey! Vergesst es, Jungs! Ich bin zu abstoßend, um ein Ninja zu sein! Und deswegen werde ich in meinem Zimmer bleiben! Für immer! Und sogar noch darüber hinaus, wenn es sein muss! Cool! Mikey hat eine neue Pizza erfunden. Mixed Pickles Pizza. Okay, ich höre auf damit. Oh, komm her und kratz dich zu uns. Kratz dich zu uns. Seit wann bin ich so gut in Wortspielen? Raphael, man macht sich nicht über das Aussehen von anderen lustig. Ich meine, wie würden die Menschen da oben auf dein Aussehen reagieren? Ihr habt recht, Meister Splinter. Tut mir leid, Mikey. Schmeißt mich einfach raus, Meister Splinter. Ich kann unmöglich ein Ninja sein, wenn ich wie eine verschimmelte Gurke aussehe. Und wieso nicht? Ich lasse mich von meinem Aussehen auch nicht daran hindern. Schon klar, alten Leuten ist es ja auch voll egal, wie sie aussehen. Oder Müffeln. Mein Sohn, ich fühle, dass es etwas gibt, das du uns sagen möchtest. Was? Nein, ganz und gar nicht. Wirklich, ich hab gar nichts getan. Okay, ihr habt mich erwischt. Ich hab mich mit was eingerieben. Mit Mutagen. Nur so ein bisschen. Was? Ist das dein Ernst? Wieso? Um besser zu werden. Cooler, versteht ihr? Ihr behandelt mich immer so, als ob ihr einen Volltrottel vor euch habt. Also hab ich mir das hier in Donnys Labor geschnappt. Seht ihr, da steht drauf, es macht einen super cool. Nein, da steht, man soll es super gekühlt lagern. Also im Gefrierschrank. Das war ein Teil meiner Forschung über das Retromutagen. Das Zeug ist gefährlich. Dann gehört da aber ein eindeutiger Warnhinweis drauf. Das ist nicht eindeutig genug. Oh nein. Bitte sag mir, das war ein gutes Oh nein. Das war ein furchtbares Oh nein. Diesen Bluttests nach ist das Mutagen in deinem Körper instabil. Du hast vielleicht nur noch 3 Stunden, bevor du... Bevor was? Was wird mit ihm passieren? Wissenschaftlich ausgedrückt, er macht Bumm. Du meinst, ich werde explodieren? Wie ein gewaltiger Pickel. Oh. Nein! Es ist noch etwas von dem Algenpüree mit Würmern übrig. Will noch jemand einen Nachschlag? Noch eine extra Portion? Oder eine Portion extra? Nein, danke. Ich hab genug. Kannst du haben. Tja, dann hat wohl keiner mehr Platz für leckeren Kuchen. Oh, das ist wirklich ein Kuchen. Und er besteht aus Algen. Und Würmern. Und woraus besteht die Knusperkruste? Das willst du nicht wissen. Alles Gute zum Mutationstag! Alles Gute zum Mutationstag! Aber jetzt, wo wir schon 15 Jahre alt sind, sind wir doch endlich bereit für die Erdoberfläche, richtig, Sensei? Ja. Klasse! Und nein. Och, nein. Ich hasse es, wenn er das macht. Ihr seid zwar schon stark, aber immer noch sehr jung. Euch fehlt noch die Reife, euer Können weise einzusetzen. Aber Sensei, ist das ein endgültiges Nein? Ja. Und nein.
Weisheit bekommt man immer durch Erfahrung. Und Erfahrung bekommt man durch die Fehler, die man macht. Aha, also um weise zu werden, muss man gewisse Fehler machen dürfen. Und deshalb dürfen wir hoch. Nein. Und ja? Nein. Oh. Sensei, wir wissen, ihr wollt uns vor allem beschützen. Aber wir können doch nicht unser gesamtes Leben hier unten verbringen. Ihr dürft gehen. Heute Abend. Booyakasha! Gebt mir drei! Geht in eine fremde und feindselige Welt. Und deshalb müsst ihr immer sehr wachsam sein. Hi, Sensei! Bleibt immer im Schatten. Hi, Sensei! Redet niemals mit Fremden. Hi, Sensei! Und da oben ist jeder ein Fremder. Hi, Sensei! Geht lieber hier nochmal aufs WC. Die Toiletten da oben sind ekelhaft. Sensei! Viel Glück, meine Söhne. Nur keine Sorge, Mann, wir kommen! Abgefahren! Seht nach links und rechts, bevor ihr die Straße... Die Stadt steckt voller Möglichkeiten. Hinter dieser Ecke könnte ein Abenteuer auf uns warten. Oder hinter der hier. Oder hinter der hier. Da ist zwar keins, aber da könnte eins sein. Seht euch diese Computer an. Ist das etwa der Next Generation Cadmium-Prozessor mit Quantenchiffrierung? Keine Ahnung, Donatello. Ist er es? Er ist es. Hey, Jungs, zieht euch das rein. Die haben eine Hand aus Licht. Und jetzt haben die ein Auge aus Licht. Und jetzt wieder eine Hand. Und jetzt wieder das Auge. Und eine Hand. Komm mit, du Genie. Und das Auge. Und wohin als nächstes? Das war echt witzig. Wir sollten besser nicht so auffallen. Kommt mit! Pizza? Sollen wir es aufmachen? Vorsicht! Das ist womöglich gefährlich. Sieht aus wie was zu essen. Sowas zu essen habe ich noch nie gesehen. Ich versuch's. Igitt, das schmeckt euch sicher nicht. Ich esse den Quatsch. Vergiss mal, Finger weg! Ich hätte nicht gedacht, dass es was Besseres als Würmer und Algen gibt, aber das hier ist unglaublich. Ich liebe es hier oben. Oh, hey, kleines Kerlchen. Alles okay, Spike? Du musst keine Angst haben. Ich werde niemals zulassen, dass dir was passiert. Wow, das habe ich wohl irgendwie nicht kommen sehen. Ist bei euch alles in Ordnung? Sag mal, spinnst du? Nein, es ist überhaupt nichts in Ordnung. Was ist hier passiert? Bis der verrückte Wissenschaftler sich in den Griff kriegt, werde ich das hier sicher bei mir verwahren. Ach, Rev, sei doch vernünftig. Es ist mein letztes Mutagen, was ich noch übrig habe. Die anderen halten mich nur auf. Wir sollten da draußen sein und das Verbrechen bekämpfen oder Mutagen aufspüren. Aber die wollen hier unten einfach bloß blöde Spiele spielen. Du verstehst mich doch, oder Spike? Manchmal wäre ich lieber allein unterwegs und würde alles auf meine Weise regeln. Ich habe keine Lust mehr auf dieses Team. Alter, bist du immer noch sauer? Was willst du, Mikey? Meister Splinter will, dass wir beim Aufräumen helfen. Niemals! Keine Chance! Donny kann seine Explosion selbst aufräumen. Hey, wenn du dem Sensei eine Abfuhr erteilen willst, dann sag ihm das gefälligst selbst, Mann. Einverstanden. Kein Problem.
Sensei? Ich finde das total unfair. Donnie hat das allein angerichtet. Wieso muss ich helfen? Lass mich dir einen Vorschlag machen, Raphael. Was denn für ein Vorschlag, Sensei? Ich habe genug von euren Vorschlägen. Eure Vorschläge haben mich nie wirklich umgehauen. Leg dich einfach hin und meditiere eine Weile. Es trifft immer mich, oder? Ich habe die falsche Einstellung. Ich bin der Bösewicht. Die kapieren es einfach nicht. Das haben sie noch nie. Was? Sie haben dich nie verstanden. Nicht so wie ich. Hey, was? Das darf doch nicht wahr sein. Spike? Ich fühle mich echt mies. Es ist meine Schuld, dass Rev wütend ist. Es liegt nicht an dir, Donnie, und wenn doch, dann bloß ein bisschen. Aber Rev muss seinen krankhaften Jähzorn in den Griff bekommen. Vielleicht sollte er auf koffeinfreie Pizza umsteigen. Wow, der Mutagendetektor hat eben einen neuen Behälter erfasst. Hier ganz in der Nähe. Dann nichts wie los. Ich hole Rev. Besser du als ich. Ich kann kaum glauben, dass das wirklich passiert. Das ist echt abgefahren. Warte. Wie verkaufe ich das den anderen? Sag ihnen, du spielst in einem neuen Team. Mit jemandem, der weiß, was es heißt, ein wahrer Krieger zu sein. Was denn für ein neues Team? Nur wir beide. Ohne die Witzbolde, die angeblich sowas wie Brüder von dir sind. Wir beide sind das ultimative Ninja-Team. Das hört sich für mich echt super an. Wir zerquetschen unsere Feinde. Wir bekämpfen gemeinsam alles Böse. Und zwar rund um die Uhr. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Du kapierst, wie ich ticke. Das hast du schon immer getan. Hey, Rev! Oh, verdammt. Bleib da und sei leise. Ja? Wir müssen auf eine Mutagen-Mission, bei der wir dich brauchen. Alles klar, ich komme sofort nach. Fang schon mal ohne mich an. Machen wir. Wir werden nicht auf dich warten. Du brauchst sie nicht, Raphael. Wir finden das Mutagen ganz bestimmt auch ohne sie. Du hast recht. Doch um das hinzubekommen, rüsten wir dich erstmal auf. Such dir was aus. Wow, du siehst echt super aus, Spike. Ja, der Name Spike hat mir nie gefallen. Nenn mich Slash. Ha! Ich frag mich, was in Meister Splinter gefahren ist. Mein Gehirn friert ein! Mikey, du machst alles schmutzig! Geh mit deinem Eis weg von meinem Experiment. Ich versuche, Retromutagen herzustellen. Oh, immer macht er meine Sachen kaputt. Hey, Jungs, was geht ab? April! Und Casey. Donatello! Habt ihr vielleicht noch ein Plätzchen für so ein Kätzchen? Oh, ist die süß! Gucci, Gucci, Gucci! Können wir sie behalten? Hast du vergessen, dass Meister Splinter eine Ratte ist? Ja, was ist, wenn die Katze durchdreht und ihn angreift? Die könnte sich monatelang von ihm ernähren. Weißt du, du hast wirklich einen ernsthaften Dachschaden. Alles okay, Mikey? Ja, ja, alles eiskalt. Ich meine cool. Alles ist cool. Cool wie Eiscreme. Eiscreme ist kalt. Bist du bereit für die wohl lebensgefährlichste, wichtigste Mission deines Lebens? Oh, Kätzchen. Dann lass uns loslegen. Nimm das hier! Eiscreme-Kätzchen-Attacke! Ist das Aprils Katze? Auf gar keinen Fall. Oh! Ich hab dich, Alter! Was? Wieso? Darüber unterhalten wir uns später. Ah!
du schmeckst so lecker. Ha! Was zur Kröte war das? Das wird bestimmt Rev gewesen sein. Richtig? Wir müssen uns verstecken, sofort. Den Stall werden wir sowas von ausmisten müssen. Rev findet uns hier oben noch innerhalb von 5 Sekunden. Nein, das glaube ich nicht. Wieso nicht? Hi? Was ist das? Sowas wie ein Affenmensch? Er sieht aus wie der mythische Sasquatch. Bigfoot! Der ist viel zu stark! Lauf! Hey, ihr versucht ja nicht mal, euch zu verstecken! Bigfoot! Ja, na klar, wenn ihr denkt, ihr könnt euch so vom Stall ausmisten drücken, dann... Aufhören! Jungs, er ist verletzt! Angst. Wie, der kann reden? Habt ihr seinen Sagittalkamm gesehen? Das könnte ein Paranthropus robustus sein, ein Menschenaffe, den man für ausgestorben hielt. Hey, keine Angst. Ich will dir nur helfen. Hallo? Irgendjemand daheim? Wir haben Besuch mitgebracht. Was? Ihr dürft hier niemanden reinlassen. Wieso ist der Türrahmen voller Haare? Und einen fetten Hintern. Kommt schon, nur noch ein Stück. Das ist Bigfoot! Ihr habt Bigfoot mit nach Hause gebracht? Warum wissen alle hier Bigfoot-Namen? Bigfoot? Das sind Leo, Casey und April. Ihr könnt hier nicht einfach so Bigfoot anschleppen. Ihr schneidet's nicht, oder? Bigfoot ist das fehlende genetische Glied zwischen den Menschen und den Affen. Durch diesen Bigfoot wird die Wissenschaft für immer verändert. Er ist also noch bedeutender als Schildkröten, die reden können. Was ist das, Mikey? Vermutlich waren die Sicherheitsalgorithmen der Crank zu komplex zum Dechiffrieren. Hör auf mit deinem Fachchinesisch. Ich glaube, ich komme irgendwie an seinen Download vom Crank-Computer ran. Mikey! Aber das könnte vielleicht ein bisschen dauern. Wie lange genau? Naja, ganz genau würde ich sagen... eine Weile. Die Krang haben das TCRI repariert. Womöglich funktioniert ihr Portal ja dann auch wieder. Das müssen wir schnell herausfinden. Wie sieht's bei dir aus, Donny? Nicht schlecht! Okay, Donny, es ist spät. Ruh dich erstmal aus. Ich hab's fast geschafft. Er hat nur noch ein paar kleine Fehler. Wow! Donny, schalt seine künstliche Intelligenz ab. Seine künstliche Intelligenz? Aber damit entferne ich ihm sein Gehirn. Mit Gehirn ist er zu gefährlich. Bist du sicher, dass du ihm vertrauen kannst? Oh, du hast bestimmt recht. Ich werde mich darum kümmern. Tut mir leid, Donny. Wow! Okay, mein Freund, ich baue dich wieder auf. Nur kurz rebooten, den Speicher löschen und schon fühlst du dich viel besser. Und das tut kein bisschen weh. Donny, was machst du da? Ja, Alter, Tiefseetauchen macht man ja wohl niemals ohne Begleitung. Verriegelt. Mach die Tür wieder auf, du dämlicher Blechbüchser! Was ist mit dem Garagentor?
ich ihn orten. Da muss er sein. Nächste Querstraße links abbiegen. Ja, da ist er. Auf die andere Seite. Der geht doch nicht etwa gerade... auf ein mobiles Klo? Vielleicht muss er ein bisschen Öl ablassen. Warte, das habe ich mal in der Zaubershow gesehen. Da unten im Boden ist eine Geheimtür. Hallo? Das war definitiv keine Geheimtür. Oh Mann, ist mir schlecht. Was war das? Ich kann es euch nicht erklären. Das sah aus wie... Tada! Was? Wie kriegst du das hin? Ich hab's einfach drauf. Ich krieg sowas ganz easy hingetörtelt. Es ist so ein dimensionales Tor wie... wie das Crankportal. Durch das Ding müssen die verschwunden sein. Ich frag mich, ob... Wow! Jungs! Donny! Hilfe! Booyakasha! Ich hätte den Stab weglegen sollen. Ja, wäre besser gewesen. Okay, okay, ouch, ich ergebe mich! Jamais! Ihr wart alle hervorragend. Aber ich war der Beste. Hier geht es um Selbstverbesserung, Raphael, und nicht ums Gewinnen oder Verlieren. Das weiß ich, Sensei. Aber ich habe gewonnen und die haben verloren. Au, au, au! Aber am wichtigsten ist, dass wir alle unser Bestes geben. Gute Arbeit, Leute! Aber jetzt, wo wir schon 15 Jahre alt sind, sind wir doch endlich bereit für die Erdoberfläche, richtig, Sensei? Ja. Ja, und nein. Och, nein, ich hasse es, wenn er das macht. Ihr seid zwar schon stark, aber immer noch sehr jung. Euch fehlt noch die Reife, euer Können weise einzusetzen. Aber Sensei, ist das ein endgültiges Nein? Ja. Und nein. Weisheit bekommt man immer durch Erfahrung. Und Erfahrung bekommt man durch die Fehler, die man macht. Aha, also um weise zu werden, muss man gewisse Fehler machen dürfen. Und deshalb dürfen wir hoch. Nein. Und ja? Nein. Oh. Sensei, wir wissen, ihr wollt uns vor allem beschützen. Aber wir können doch nicht unser gesamtes Leben hier unten verbringen. Ihr dürft gehen. Heute Abend. Booyakasha! Gebt mir drei! Und deshalb müsst ihr immer sehr wachsam sein. Hi, Sensei! Bleibt immer im Schatten. Hi, Sensei! Redet niemals mit Fremden. Hi, Sensei! Und da oben ist jeder ein Fremder. Hi, Sensei! Geht lieber hier nochmal aufs WC. Die Toiletten da oben sind ekelhaft. Sensei! Viel Glück, meine Söhne. Nur keine Sorge. Wir kommen. Seht nach links und rechts, bevor ihr die Straße... Eure Unfähigkeit, zusammenzuarbeiten, erlaubt es ihnen also zu entfliehen. Hätte unser Möchtegern-Held hier nicht meine Zeit vergeudet, hätte ich sie gerettet. Hättest du mir nicht im Weg gestanden, hätte ich sie sicher gerettet. Und du ziehst einfach alleine los? Wie blöd ist das denn? Tja, ich hätte es fast geschafft, doch dann hat mich ein gewisser jemand mit seinen Nunchakus erwischt. Tja, nichts von all dem wäre passiert... wenn ein gewisser jemand nicht gedacht hätte, wir wären schon so weit hochzugehen. Ach du Heiliges. Sensei, ich wollte damit nicht sagen... Nein, Michelangelo. Du hast recht. Hab ich? Hat er? Ihr wart nicht genügend auf die Welt oben vorbereitet. Ich habe euch zu Einzelkämpfern ausgebildet, nicht zu einem Team. Und als euer Lehrer, euer Vater, trage ich allein dafür die Verantwortung. Wenn ihr eurem Feind als Einheit gegenübertreten wollt, braucht ihr einen Anführer. Darf ich der Anführer sein? Warum du? Ich hab dir den Hintern versohlt. Ich sollte der Anführer sein. Ich bin klüger als ihr alle zusammen. Ich sollte Anführer werden. Niemals! Ich sollte Anführer sein! Ich weiß zwar nicht wieso,
aber ich finde, es wäre nett. Das ist eine schwierige Entscheidung. Ich werde darüber meditieren. Es ist Leonardo. Ist das okay für dich, Rev? Steck's dir in deinen Panzer! Ihr habt einen Großteil des Food-Clans mit Leichtigkeit besiegt. Wieso klingt das bei euch, als wär's was Schlechtes? Weil ihr zu selbstzufrieden geworden seid! Jeder von euch ist abhängig von seiner eigenen Waffe geworden. Aber es wird Zeiten geben, in denen ihr nicht mit dem, was ihr kennt, kämpfen könnt. Und wenn das passiert, müsst ihr euch an eure Umgebung anpassen. Ach ja? Und wenn's da nur so etwas wie ein Comic-Heft gibt? Alles kann eine Waffe sein. Sensei, ihr könnt uns da doch nicht rausschicken, nur mit einem Comic-Heft bewaffnet. Für einen Ninja kann einfach alles zur Waffe werden. Und was erwartet ihr jetzt von uns? Dass ihr euch das Unbekannte zu eigen macht. Tauscht eure Waffen! Seht mal, ich bin Leo! Jungs, wir müssen unbedingt leise sein. Ninjas sind immer leise, also seid leise. Aber so rede ich doch gar nicht. Genau, und deswegen lachen wir so, weil du ja überhaupt nicht so redest. Kampfaufstellung! Hanshime! Au! Ja, meh! Das war ja echt mies. Deshalb werdet ihr erstmal so weiterkämpfen, denn so lernt ihr zu improvisieren und werdet vielseitiger. Das ist gar nicht so leicht, oder? Na dann, pass mal gut auf! Oh, eine SMS von ihr wisst schon wem. Eine SMS von alle außer Mikey wissen von wem. Er hat wirklich was rausgefunden. Der Pulverizer schreibt, wo die Foot als nächstes zuschlagen. Was sagt man dazu? Der ist echt nützlich für uns. Ja, aber bei den Foot wird er das nicht lange überleben. Insider-Information, Donny? Dafür sollten wir was riskieren. Aber wir riskieren dabei doch gar nichts. Nur der Pulverizer tut das. Ich weiß. Ein perfekter Plan. Okay, wir gehen seinem Tipp nach und dann befreien wir den Typen von den Furt. Entschuldigt mal, jetzt bin ich hier der Schwerttyp. Jetzt treffe ich die Entscheidung hier. Wir, machen so, wie er sagt. Na gut, ich suche nach Fallen, ich suche nach Fallen. Oh! Oh, hey, toll, ihr habt meine SMS gekriegt. Ich habe Informationen für euch. Gut, gut, aber erst holen wir dich hier raus. Vielleicht sollten wir uns erstmal selbst hier rausholen. Du bleibst hinter uns und... Hilfe! Das sind die Turtles! Die haben mich erwischt! Was? Hilfe! Sorry, Jungs, ich muss meine Tarnung retten. Das ist nicht cool, Mann. Verteilt euch! Als der mit den Schwertern, sage ich, Rückzug! Die Schwerter allein machen dich nicht zum Anführer. Aber ich akzeptiere deinen Vorschlag, Rückzug! Wow! Pass auf, was du damit anstellst! Das sagt der Richtige. Entschuldige, mein Fehler. Nein, so wird das nichts. Los, Waffentausch! Jungs, Mutagen! Die Foot stehlen das Mutagen! Shredder mit Mutagen? Das hört sich nicht gut an. Also, ihr habt euch wohl meiner Lektion verweigert. Sensei, wir kapieren's nicht. Wie soll uns ein Waffenwechsel im Kampf weiterbringen? Wir haben doch auch so alles im Griff. Ihr habt also immer noch nicht begriffen, worum es bei der Lektion geht. Aber das werdet ihr schnell begreifen, wenn ihr keine Waffen mehr habt. Händigt mir eure Waffen aus. Jetzt!
Sensei, das war der mieseste und fieseste Kerl auf der ganzen Welt. Abgesehen von dir. Autsch! Ihr hättet hören sollen, wie der uns beleidigt hat. Der Typ war ja so... beleidigend. Oh, ich wusste ja nicht, dass er gemein zu euch war. Selbstverständlich hattest du keine Wahl, als eure Mission zu gefährden. Abgelost. Ihr seid Ninjas. Ihr arbeitet im Schatten, im Geheimen. Das dürfte schwierig werden, wenn es Beweise für eure Existenz gibt. Und das auch noch in HD. Na gut. Wir wissen, wo der Kerl wohnt. Wir müssen ihn also nur auftreiben und so lange schütteln, bis das Band rausfällt. Da gibt's kein Band. Handys haben sowas wie Speicherchips und... Wut ist selbstzerstörerisch. Ich dachte immer, sie würde nur andere zerstören. Raphael! Steh auf! Da bekommt wohl jemand Ärger. Weiche dem Pfeilen aus. Kein Problem. Hanshime! Yame! Nochmal. Aber dieses Mal, Leonardo, Donatello und Michelangelo, beleidigt ihr Raphael. Wartet, wir sollen ihn beleidigen? Ja. Und er darf sich nicht wehren? Nein. Ich finde, dieser Plan hat was. Hajime! Du bewegst dich wie ein aufgeblähter Büffel. Das tue ich nicht. Und du bist immer am Rumwinseln. Mir geht's echt mies. Niemand von euch versteht mich. Ihr versteht mich ja auch nicht. Und... Ach ja, du kriegst immer einen krummen Rücken, wenn du Omote Kote Kiyaku machst. Und du bist hässlich. Und du pupst ständig. Hört auf damit. Du tust immer nur so hart. In Wahrheit bist du ein ängstliches kleines Baby. Das ein Fläschchen braucht. Und immer die Windeln voll hat. Was ist los mit dir, Rev? Weinst du gleich? Ich werde ganz sicher nicht weinen. Also meinetwegen kann das ewig so weitergehen. Wisst ihr was? Das könnt ihr vergessen. Das ist total blöd. Oh, schon vorbei. Neneko Seishin ist die Fähigkeit, Beleidigung mit Geduld und Bescheidenheit zu ertragen. Du kannst kein wahrer Ninja sein, bis du das gemeistert hast. Verstanden? Hi, Sensei. Ihr müsst euch dieses Video beschaffen. Mit Verstand, nicht mit Gewalt. Seht mal, ihr Lieferwagen verliert Öl! Klasse! Wir folgen der Ölspur bis zu ihrem Versteck. Und dann zerdeppern wir ein paar Roboter. Was? Wir zerdeppern ein paar Roboter. Du wirst nach Hause gehen. Soll das ein Witz sein? Kommt schon, Jungs. Diesmal geht Leo ja wohl ein bisschen zu weit. Ich denke, Leo hat recht. Du musst deinen Zorn unter Kontrolle bringen. Und bis dahin können wir uns nicht auf dich verlassen. Tut mir leid, Rev. Ich verstehe mich auch. Ihr könntet hin und wieder ruhig mal anklopfen oder sowas. Raphael, ich will dir eine Geschichte erzählen. Sensei... Ich bin nicht in Stimmung für eine Geschichte. Spike, beiß in dein Blatt, wenn du in Stimmung dafür bist. Wunderbar. Als ich ein junger Mann war, verliebte ich mich in eine Frau. Oh, hey! Ist es schon so spät? Sitzen bleiben! Ihr Name war Tang Sheng und ich war nicht der Einzige, der sie geliebt hat. Es gab einen anderen Mann, der ihre Aufmerksamkeit für sich haben wollte. Oroku Saki. Shredder. Eines Tages beleidigte er mich vor ihr. Und zwar auf ganz üble Art und Weise. Aber das war doch nicht ihre Schuld. Shredder hat euch beleidigt. Ihr hattet gar keine Wahl. Keine Wahl? Ich hatte die Wahl, ihn zu ignorieren. Ich hätte mich entscheiden können, seine Worte an mir vorbeiströmen zu lassen. So wie ein Fluss über einen Stein. Doch ich habe mich von ihm wütend machen lassen. Ich war es, der seine Worte in Waffen verwandelte. So habe ich mich damals entschieden. Welche Entscheidung triffst du wohl heute? Na los, verschwinde! Du lässt die einfach so gehen? Das ist ja wohl nicht dein Ernst! Die waren ja wohl nicht gerade eine Bedrohung. Und die hatten genug Prügel. Da kann's nie genug Prügel geben. Jetzt halten die uns für Pfeifen, die nie was zu Ende bringen, weil sie keinen Mut haben. Oh, nicht doch, Leo.
Lass ihn lieber laufen, der hatte genug Prügel für heute. Ja, ich verstehe schon. Du machst dich über mich lustig, weil ich einen wehrlosen Mann nicht gnadenlos verprügelt habe. Ja, das stimmt. Du hast Schwäche gezeigt und diese Typen verstehen nur eine Sprache. Chinesisch? Nein, Fäuste! Und was ist mit Füßen? Ja, sie verstehen auch Füße. Dann sind diese Typen also zweisprachig? Der Punkt ist doch, dass wir denen gegenüber zu weich waren. Gnade zu zeigen ist nicht weich. Es ist ein Zeichen wahrer Stärke. Und jetzt? Mitgefühl? Au! Okay, alles klar. Mitgefühl ist eine super Sache. Aber die Purple Dragons werden Murakami nicht in Frieden lassen. Dann sollten wir die Dragons aufstöbern und checken, ob sie die Botschaft verstanden haben. Und wenn das nicht so ist, dann kriegen sie noch eine weitere. Und zwar im Express-Special-Versand. War dieser Spruch jetzt tough oder nur dämlich? Mann, dieser Kampf konnte echt nicht noch peinlicher werden. Doch, jemand hätte uns eine Torte ins Gesicht werfen können. Sowas heißt mit Verstand kämpfen, Rev. Die Purple Dragons haben jetzt Bradford und Sever auf ihrer Seite. Das letzte Mal haben wir gerade so gegen sie gewonnen. Ja, weil die bereit sind, bis zum Ende zu kämpfen. Wir können nur gegen sie gewinnen, wenn wir genauso gnadenlos vorgehen wie sie. Raphael, dieser Sever überschreitet Grenzen, die ihr verteidigt. Das macht ihn vielleicht gefährlich, aber es macht ihn ganz sicher nicht stark. Aber Sever gewinnt Kämpfe. Und darum geht's doch wohl. Und Gnade ist für ihn ein Fremdwort. Okay, er ist stark, also kommen wir mit Schnelligkeit und List. Alle mit dem Plan vertraut? Mikey? Ja. Bist du ganz sicher? Ja. Dann wiederhol ihn mal. Vielleicht wäre es besser, den Plan doch nochmal durchzugehen. Siehst du, Bradford? So werden Turtles richtig Was hätten wir nur ohne deine kompetente, tapfere Führung aus der Mülltonne herausgemacht? Reife Leistung, Mikey! Nicht nach unten sehen, Murakami-san. Oder, nicht nach unten hören. Eure Stärke lag in eurer Gnade. Deswegen hat der Purple Dragon euch geholfen. Also, sag es. Okay, okay. Du hattest recht. Ja, siehst du, war doch gar nicht Deine so. Deine Weicheiigkeit ist offenbar nicht völlig nutzlos. Oh, ich zeig dir, wer ein Weichei ist. Ich hab euch den Panzer versohlt. Und das sogar ganz ohne die Laserkanone. Seht es ein, mit dem Ding bin ich unbesiegbar. Ach ja? Du weißt genau, was ich meine. Sensei, ich wollte fragen, ob ich Metalhead heute mit rausnehmen darf. Du darfst. Das ist sowas von unfair. Ihr dürft mir doch nicht. Ihr erlaubt es? Von dir wurde eine neue Waffe erschaffen. Wir müssen wissen, wie gut sie funktioniert. Ganz genau. Danke, Sensei. Aber es ist wirklich nur ein Test. Du setzt sie noch nicht im Kampf ein. Auf gar keinen Fall, Sensei. Nein, das Steuersignal ist weg. Was macht dieser Krang denn da? Oh, Leute, könnt ihr mich hören? Ihr solltet besser weglaufen. Komm schon, komm schon. Wenn ich es schaffe, das Signal... Donatello, die Zeit für Spiele ist vorbei. Ganz genau. Meine Brüder brauchen mich. Warte. Hier. Hm.
erledigt die Droiden und ich Metalhead. Booyakasha! Klingt komisch, wenn er das sagt. Klingt komisch, wenn du das sagst. Gute Arbeit, Bruder. Wirklich gut, Donny. Ja, gar nicht übel. Davon abgesehen, dass du das Teil überhaupt gebaut hast. Und dass es kaputt gegangen ist. Und dass es versucht hat, uns umzubringen. Und dann war da okay, noch... Okay, ich hab's verstanden. Du bist kurz vor meinem Highscore. Oh! Was bedrückt dich, Donatello? Das war alles bloß meine Schuld, Sensei. Du bist verantwortlich, ja. Ja. Verantwortlich für die Vernichtung des Mutagens und dafür, dass die Menschen über uns gerettet wurden. Verantwortlich dafür, diese fortschrittliche Technologie besiegt zu haben, allein mit Einfallsreichtum, Mut und einem Stock. Danke, Sensei. Vielleicht habt ihr ja recht. Das habe ich. Ich schätze, wenn man fleißig trainiert, gibt's nichts Besseres als einen hölzernen Stock. Stock! Das gefällt mir aber ganz und gar nicht. Ja!